Tor zumachen. Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Und mit mir spielt die Mathilde. Hey, ich muss ja auch nochmal raus. Entschuldigung. So, heute ist der Tag. Nimmst du Geld mit? Wir wollten shoppen fliegen. Hab ich. Aber ich wollte dir erstmal das Loch zeigen. Genau, geradezu, nämlich rechts von dem oberen. Also da, wo schon so viel ist. Hier. Ja, warte. Ich kann gerade, ich habe keine Ausdauer mehr. Nee, hier hat er nur reingeschlagen. Kommt nicht hoch! Warte, hier könnte was sein. Hier ist auch so ein. Hier neben. Nee. Neben mir. Ach. Ja, Moment, ich muss mich erstmal kurz ausruhen. Puh. Und hoffen wir, dass dieser Hubschrauber ein Zweisitzer ist. Ja. So, wo? Da? Hier rechts von mir. Das ist zwar links, aber okay. Ja, meine ich ja. Okay. Nicht da reinfallen. Okay. So, dann gucke ich erstmal, ob ich noch 8 Punkte habe. Ich, juhu. So. Damit ist dieses Loch gefüllt. Hervorragend. So, ich würde dann jetzt den Kopter aufstellen. Ja, ich verteile gerade nur Punkte noch. Ja, ist okay. Habe ich keine mehr. Ich habe jetzt 170. Ach, das läufst du. Ich dachte, das wäre ein Zombie. Und hier ist auch schon ein kleines Löchlein. Oh, wir brauchen auf jeden Fall noch Sprit für den Kopter. Ah, das ist. Nee, ich glaube, das ist ein Einsitzer. Ah, der rollt weg. Sieht nach Einsitzer aus, ja. Ja, das ist ein Einsitzer. Aber ich brauche eh noch Sprit dafür. Ich hol mal Sprit. Ich mache nur einen kleinen Rundflug und dann darfst du fliegen, weil das sollen ja auch natürlich unsere Zuschauer sehen. Ja, ist okay. Dann machst du die Shoppingtour. Dann mache ich die Shoppingtour und du machst so ein bisschen Reparaturtour, ja? Genau. Na, und dann gebe ich dir den dann auch einmal so, dass du den dann auch vor allem immer markiert hast. Oh, ich bin durstig. Ich muss Flüssigkeit trinken. Oh, jetzt sind Zombies, die wandern hier so rum. Hm? Bei uns? Wanderzombies? Ja. Ich komme. Hast du schon alle gekillt? So. Dann gehen wir mal zum Hubschrauberlandeplatz. Mach mal, ich sehe gerade noch einen. Uhu, komm mal her. Und nochmal. Zack. Was denn? Was denn? Da hat eine Tutsi geschrien. Ach so. Soll ich schon mal losfliegen? Eine Spinne, ja. Oh nee, oder wollen wir erstmal die Zombies killen, die. Hat mein Knochen. Achtung, da kommt noch eine. Spinne! Falsche Taste.
Sie ist auch nicht tot. Ach, von da oben kommen sie. Da kommt noch ein Flotter, links. Oh, da kommt noch mehr. Powerschlag! Das sind zwei normale Wanderarbeiter. Hinter uns ist einer. Ich kümmere mich um die Dame von hinten. So. Können wir jetzt endlich mal starten? Ja. Ich glaube, geht, ja. Okay. Also, Testflug bei Mathilde. Hm. Wie komme ich hoch? Ah. Irgendwie fährst du. Achso, jetzt kommst du oben. Ich klatsche nochmal einen Zombie. Ui, du fliegst. Ich fliege. Du bist über mir. Ein großer Vogel. Wie kann ich landen? Ich hab keine Ahnung. Ich versuch mal zu landen. Ich hoffe, wenn ich loslasse, dass ich dich einfach nur runterfalle. Wie lande ich? Oh, ich glaube, jetzt gehe ich langsam runter. Oh nein, nicht in den Berg, nicht in den Berg. Ah! Ah, jetzt bist du gelandet? Nein. Oh, du fliegst immer noch weiter. Ich weiß. Gut, ah, du machst keine Geräusche irgendwie. Der ist relativ leise. Okay, ich nehme den mal hoch, dass ich ihn dir dann geben kann. Dann kannst du losfliegen. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Okay, lieber Heinrich. Dann gebe ich dir erstmal Benzin. Benzin. Dass du nicht auf der Strecke bleibst. Danke. Und den Gyrocopter, bitteschön. Okay, Gyrocopter. Ich weiß bloß gar nicht mehr, wo die ganzen Händler sind. Also einer ist natürlich hier gleich. Also ich hatte welche markiert. Ich kann die... Werd doch mal... ...gerne teilen. Hm. Hast du geteilt? Ja. Guck mal, die sind doch unten. Ach, sogar da angezeigt. Unten. Oh, 105 Kilometer? Oder 105 Meter? Ach, das ist sehr nah, das ist... ich habe ein Problem mit der Karte. Wenn ich Doppelklick mache, zeigt es mir nicht an, oder? Muss das, glaube ich... Wegpunkt speichern, oder? Ja, mach doch Wegpunkt speichern. Dann wird das dauerhaft bei dir auch übernommen. Also, ich kann ja so ein bisschen helfen. Also, ein Händler, klar, der ist bei uns direkt. Ein Händler hatte ich irgendwie im Wüstengebiet. Einer ist im... Oh, warum ist das schon wieder so verkackt? Super hell. Einer ist auch auf jeden Fall im verbrannten Gebiet. Ja. Weiß nicht, irgendwie... Schade, dass wir nicht mehr genügend Teile haben. Ich hätte sonst gerne noch einen zweiten gebaut, dann hätten wir zusammenfliegen können, aber ich denke, es ist... Zeigt sich irgendwie an, ich... Ui. Wie gehe ich in Höhe? Leertaste? Oh, du musst aussteigen. Also ich glaube, der braucht erst ein bisschen Geschwindigkeit, bis er steigt. Also ich bin auch erst gefahren und dann ist er irgendwann in die Luft gestiegen. Ja. Leertaste? Nee. Jetzt kriege ich Sprung. Du fliegst! Flieg und Sieg! wenn du dann wieder runterkommen willst, musst du dann einfach nur nicht mehr geradeaus dingsen. Dingsen.
Also dann musst du einfach nicht mehr weiter geradeaus drücken. Ah, ja. Werden dir auch die Händler oben in diesem Kompass gezeigt? Ja. Gut, dann habe ich jetzt einen vor mir direkt. Den versuche ich mal ein bisschen... Ich weiß nicht, wie weit er entfernt ist. Jetzt, wenn ich nach Osten gucke, fliege, kannst du mal gucken? Warte, ich kann ja mal auf der Karte gucken. Nee, traue ich mich jetzt nicht zu öffnen, die Karte. Die Karte ist wieder so unnatürlich hell. Ja, ja, ich habe auch die Punkte kaum gesehen. Deswegen ist es immer ganz gut, die sich noch zusätzlich mit einem roten Pfeil oder so zu markieren. Ah, man kann ihm auch mal Speed geben. Jetzt musst du nochmal landen. Was passiert, wenn ich jetzt auf M drücke? Auf M? Die Map? Dann gehst du im Zweifelsfall runter. Hm. Ja, ich sehe, da hinten ist einer. Oh, 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 oh. Absturz, 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 Mission Absturz! Oh, 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 oh. Wir sind gelandet! Kann ich jetzt wieder fliegen? Zombie Time! Jetzt musst du halt wieder Anlauf nehmen. Ja, Sprungschanze. Der Berg ist eine Sprungschanze. Ich will jetzt gerade fliegen. Nee, ich will nicht nach oben. Ich will weiter geradeaus. Junge! Ich muss jetzt mal ein paar Bäume hacken. Oh, nee. Ich krieg den... Ich muss da ein bisschen eigentlich nach vorne gucken. Mein Arsch ist zu fett. Also... Scheiße, jetzt bin ich zu weit im Oben, oder was? Kann man vielleicht drehen, andersrum? Ja, also so sieht man das Spiel mal aus einer ganz anderen Perspektive. Mit anderen Worten, du siehst nichts. Ja, es ist ein bisschen nebelig, genau. Ich bin so gerade, glaube ich, in den Wolken oder so. Und wehe, der Händler hat nichts. Okay, jetzt müssen wir irgendwie wieder hochziehen. Hochziehen, da sind Bäume. So, ich habe jetzt knapp 2000 Holz gehabt, das müsste erstmal reichen. Du sollst nicht landen. Hoch. Warum auch immer komme ich jetzt wieder tiefer? Ich will nicht tiefer. Hoch! Da hinten ist ein Vogel. Ich will nicht landen. Dann nutze ich jetzt Sprungschanze oder so. Hui. Nein, 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 nein. Ach, nein. Da. Hoch. Das ist der Händler? Nee. Schnauze, du Vogel. Oh, jetzt trinke ich mal einen Schluck Kaffee. Hm. Oh, der Vogel greift mich hier an. Im Flug. Ja, du bist auf seinem Territorium, ne? Los, flieg schnell weg. Der Vogel kommt. Aber ich habe das Gefühl, dass man sich schneller bewegt mit dem Teil als mit, Ja, du bist halt nicht auf, Dings, angewiesen, ne? Auf Straßen. Genau. Oh, das Symbol wird größer.
Als hätte man echt eine Landebahn bauen müssen. Wir haben eine Straße direkt vom Haus. Wir haben eine Landebahn. Ja, so eine Landebahn auf Stelzen, wo man quasi dann, da sehe ich einen Händler. So. Kontrollierter Absturz. Wenn es dann irgendwann zu Alpha 18 oder 19 geht, so in einem Jahr, können wir das dann ja nochmal angehen. Ich werde verfolgt von diesem Pedo-Geier. Der nervt. Aus, du ab, du kleiner Kacker, du. Oh, ich will nicht diese doofe Straße reparieren. Ich will die... Kontrollierter Absturz. Oh. Ja. Elektrozäune müssen ganz dringend repariert werden. Nicht nur die Elektrozäune. Stirb, Vogel! Und landen! Motor aus! Aus! Spring raus! Vogel! Mehrere! Ah! Na? Drecksvieh. Mein Gerät ist noch in der Luft. Okay. Naja, aber es ist nicht weg. Solange du noch einsteigen kannst. Ja. Kann ich es halten? Ja. Ich nehm's lieber. Nicht, dass es noch wegkommt. Ja, besser ist das. Dobo. Das ist unser einziger Gyrocopter. Dann nehme ich noch die Vögel auseinander. Und ich möchte vielleicht auch noch mal fliegen. Einfach nur, weil ich Lust drauf habe. Kannst du, ich bring's dir heil zurück. Na dann, ist erstmal ja zum Händler hier. Fällt auch ein. So. Post. Heidi ho! Hey, don't come in here unzipped. So, zeig mir nicht deine Jobs, zeig mir dein Inventory. Ah, Schrotflinte, ja, das steht. Ich liebe die Schrotflinte. So. Möchte ich dir was sagen? Hm? Bis auf die Munition hat er nur Waffen, ein bisschen Schutz oder Jagdmesser, klar. Aber nichts, was wir nicht selber herstellen können. Hm. Und ich glaube, geschmiedetes Eisen brauche ich nicht kaufen, oder? Hm. Ja, der hat noch eine Dart Trap, aber brauchen wir eigentlich auch nicht. Hm. Aber... Was denn? Electrical Parts werden langsam weniger, aber ich meine, man kann auch irgendwie selber Electrical Parts... Electrical Parts hat er 97. Kann ich kaufen. Kostet $600. Mach mal. Hab ich. Kann ich denn die verkaufen? Wir haben zwar noch, aber... Ja, dann habe ich aber nicht mehr so viel Geld, um noch was anderes zu kaufen. Aber ich würde dann zum Händler, zu unserem anderen Händler gehen. Also ich würde jetzt quasi wieder zurückkommen, weil ich habe nur noch 8000 Jetons und $4000. Und das können wir dann beim anderen Händler loswerden. Okay. Dann kannst du auch nochmal fliegen, wenn du möchtest. Ja. Natürlich, der möchte auch nochmal fliegen. So. Kopter. Am besten, ich stelle ihn da oben auf den Berg. Im freien Fall. Ach, da ist ein Zombie. Ruhe da draußen. Bist du Tussi? Kann ich dich mal auftanken? Mal kurz auf die Map. Den Händler hatte ich zum Beispiel gar nicht freigeschaltet bei mir. Okay.
Energie. Oh. Warte, ich habe doch gerade irgendwas gesagt, was ich machen wollte. Was wollte ich gerade machen? Jo. Okay, ich wollte mal eine Schaffel holen. Und ich habe es nicht gesagt. Also wenn du so eine Schräge nach oben hast, das ist auch nicht verkehrt. Dann hebt er erstmal voll ab. Weil ich habe noch nicht verstanden, wie du hier die Nase so steuern kannst. E ist natürlich... Ach, die Hupe funktioniert auch. Ja, ja, das habe ich auch schon ausprobiert. Nee, es ist eine andere Taste. Ich würde gerne schwenken mit der Nase, weißt du? Hm? Also mit der... Wie so beim Helikopter. Du kannst ja auch... Ja, ja. Ein Helikopter kann ja nicht gerade fliegen, also... Der muss ja mit der Schnauze so ein bisschen schräg nach unten zeigen, damit er nach vorne kommt. Und da mein Arsch wieder nach unten zeigt, fliege ich gerade nur in die Höhe. Aber wir haben ja gerade einen Trick gelernt. Geht man vom Gas und dann kommt er eigentlich... Nee, schade. Vorhin hat es geklappt. Dann drehen wir uns vielleicht ein bisschen... Ja, das funktioniert. Jetzt bin ich gerade. Kriegen wir die Schnauze ein bisschen tiefer? Hm. Aber ich bin full speed at home. Sehr schön. Ganz viel Schrotmunition für mich. Sehr schön. Ich weiß doch, wie sehr du auf Schrotmunition stehst. Hm. Ist ja nicht so, dass wir noch uns welche hätten machen können, aber... naja, das war das Hammer, wird nicht schlecht. Eben. Ich glaube, diese Nacht oder die nächste blutrote Nacht werde ich nur mit Waffen schießen. Fapp, 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 fapp. Armbrust war gestern. Braucht kein Mensch. Das wird unsere letzte Nacht. Die muss legendär werden. Jetzt würde ich wieder gerne an Höhe gewinnen. Wenn man später hier noch so mit Bomben fallen lassen könnte, wäre cool. Warum auch immer, aber... Hm. Könnte einer über eine Zombie-Horde fliegen und quasi Bomben runterschmeißen. Ich finde, die sollten mal wieder so Zombie-Horden einbauen. So normale Zombies bloß in so einer 50er, 100er Rotte. Einfach eine große, langsame Zombie-Gruppe. Stimmt, das hatten sie... Haben sie nicht mehr. Ja, da kommt ein Fluss. Müssen wir mal ein bisschen Höhe kriegen. Da kommt Fluss immer noch. Ich brauche Höhe. Höhe. Ja. Immer Schrägen suchen. Okay, der muss irgendwie extra geschützt werden. Höhe reicht. Höhe reicht. Ich brauche nicht mehr Höhe. Ich habe gerade das Gefühl, auf dem Rückweg brauche ich irgendwie länger. Okay. Kann ich nichts zu sagen. Tut mir leid.
So. Wir haben da einen ganz wichtigen Verteiler. Ich habe gerade versucht, so ein bisschen in einen Schutzbau zu nähen. Ja. Dass er nicht abgekotzt wird. Genau. Ich bin fast da. Ich muss jetzt nur mit der Landung beginnen. Gas geben, stoppen. Na? Hier ein bisschen Gas geben. Und stoppen. Oh, sieht mir zu schräg aus. Also wenn ich gut wäre, könnte ich direkt vorm Händler landen, aber das traue ich mir nicht zu, oder? Doch, wir machen's. Wir machen's. No risk, no fun. Oh, unsere Basis mal von oben sehen ist auch ganz nett. Oh. Zum Gegensteuern. Langsam. Bisschen Gas geben, bisschen Gas geben. Langsam. Noch ein bisschen. Gut machst du das. Ja! Gut gemacht. Drücke ich auf die Bremse. Okay. Hab mich um ein paar Meter vertan, weil ich nicht dran gedacht habe, dass das Ding noch so weiterrollt, aber hat gut funktioniert. Okay. Also steht es beim Händler, wenn du möchtest. Mhm. Und den Sprit packe ich mal in dem Gerät rein. Ach nee, es gehört ja dann quasi mir. Nicht ins Gerät. Ja, dann nimm das lieber in die Hand. Was hast du getan? Ich habe geschossen und aufgenommen. Alter Heinrich. Ja, linke Waffe, Maustaste, ne? Also Maus und Waffe und so, ne? Gefährlich. Mhm. Something you like. Hm, kann ich dich erschießen? Ich glaube, das habe ich schon mal getestet, ne? Mhm. Haben wir gar keinen Schraubenzieher hier? Hm. Oh. Aber er hat geblutet. Schon wieder eine Dart-Trap. Die scheint ja sehr cool zu sein. Nachtsichtbrille brauchst du nicht mehr, oder? Ich hab eine, aber für dich vielleicht. Boah, nee. Nö. Was konnte man mit grobem Schrot bauen? So. Dann komme ich mal zu dir, dann kannst du mir den Kopter geben. Ja. Haben noch Geld übrig. Es ist einfach, der hat nix. Warte. Hier erstmal Sprit. Und hier der heilige Kopter. Dann kannst du mir nochmal das Restgeld geben. Ja, warte. Und warte, hier ist noch Old Cash. Ich hab noch was. So. Oh, das ist ja noch eine ganze Menge Old Cash. Ja, bei dem einen habe ich gerade viel verbraten, komischerweise, aber der andere hier. So, dann guck ich mal. So, du warst da irgendwo im Dings, ne? Warte mal. Zu dem. Irgendwas stimmt nicht. Was denn? Mir fehlen die Waren, die ich gekauft habe. Nee, gar nicht. Ich hatte Electrical Parts gekauft und Schrotmunition. Alles gut. Nee, alles gut. Ich habe mich gerade nur vertan. Okay. Dann guten Flug, ne? Und so.
Danke. Kann doch nicht bleiben. Oh, du, die anderen Blade Traps hast du auch schon angebaut. Fantastisch. Mhm. Stacheldraht haben wir da noch. Ah. Also. Okay. Ups. Mathilde macht ein Looping. Gib Gas! Nein! Scheiße! Was hast du gemacht? Der Kopf, da steht in der Luft und ich hab den Bein gebrochen. Ich frag dich. Ich bin mitten in der Luft ausgestiegen. Ich hatte, wollte aber auch schon mit Q und E schwenken. Wenn man so Autorennen-Spiele spielt, mal am PC mit Tastatur oder so Raumschiffspiele, da kann man meistens mit Q und E schwenken, aber E ist hier aussteigen und damit sehr gefährlich. Hallo, ihr vier Süßen. Kann ich euch helfen? Sucht ihr wen? Nee, Mathilde ist da hinten. Da. Also man kann auf jeden Fall sich aufrecht stellen, indem man die Leertaste drückt, aber... Gib Gas! Oh, jetzt machen wir Gruppenkuscheln hier. Toll, jetzt fliege ich hier in den Baum rein. Alter! Außer. Ich glaube, ich sollte landen oder so. Oh nein. Shit. Also Schreithussi versteckt sich, rennt hinterm Händler lang. Das ist ein doofer Kuh. Geht doch. Ja, komm ist her. Auf jeden Fall nett, so von oben. Ja, ist mal was anderes. Ich finde es nur schade, dass man erst so im Late Game kriegt. Wäre ja auch cool. Ich hätte es auch cool gefunden, wenn man vielleicht Fahrzeuge findet, die man nicht reparieren kann, die vielleicht nach der Zeit X einfach kaputt geht. Einfach mal, um das zu machen. Ey, versteck dich nicht in einem Baum, der kann nichts dafür. Denk an die Natur, du Idiot. Kannst dich einfach Bäume kaputt machen. Lass dir das nochmal durch den Kopf gehen. So, was wollte ich überhaupt machen? Also das wird mein Minenbereich. Und die anderen machen wir so weit voll, dass die KI da lang geht, hoffentlich. Freulich. Der frisst aber ganz gut Sprit. Ja. Ich würde sagen, mehr als das Motorrad und das Auto, weil der ist jetzt schon auf 36% runter vom Sprit her. Und mehr als das Fahrrad. Ja, ich glaube, ich fliege doch Richtung Heimat dann. Ich versuche jetzt mal zwischenzulanden hier. Oh, ich habe da schon wieder jemanden gehört. Also das Ding ist auf jeden Fall... Also das muss man echt ein bisschen lernen.
schreit die doofe Kuh auch noch. Oh, die ist schnell. Nicht getroffen, Alter. Gibt's doch nicht. Das finde ich fies. Das sind mir zu viele. Hui. Ich hebe gar nicht ab. Jetzt hebe ich ab. Also nach oben ziehen kann man auf Leertaste. Leertaste? Aber das geht nur nach in die eine Richtung, leider. Na gut, also. Aber dann habt ihr jetzt auch mal den Gyrocopter gesehen. In Action. Mehrfach. Ja. Gut. Da machen wir ein bisschen Stacheldraht. Stacheldraht kann man immer gut gebrauchen. Ach komm, mach mal. So viel Holz. Machen wir mal 50 Stacheldraht. 50 Stacheln. Zack. Weil ich will unbedingt, dass die dann durch die Mitte kommen. Ich mache hier dann die Flanken quasi noch mehr mit Stacheln. Und oh ja. Trader, wir wissen, dass du jetzt geschlossen hast. Ah, hättest du mal einen Motor mitbringen können? Fällt mir gerade ein. Wir haben so viele Motoren. Echt? Wo? Ja. Wo? In einer der Kisten. Wir können uns totschlagen mit Motoren. In welcher der Kisten? Ich glaube, die da drunter. Oh, ein Motor. Ach, da sind noch viele. Guck mal. Die ganze untere Reihe ist voll. Wo ist denn hier ein Motor? Ja, wo ist denn hier ein Motor? Ich hab's letztes Mal schon gesagt. Da kann man doch mal einen reinpacken, Mensch. Dann haben wir hier überall viel, viel Energie. Oh, ich muss landen. Ja, du hast, wenn nicht du wäre, würde ich jetzt direkt vorm Eingang quasi landen. Ja, ich versuche es. Denk daran, das Ding rollt noch ein bisschen. Ja, und ich kann... Naja, hängt davon ab, wie du landest. Das Ding ist, ich kann nicht springen. Jetzt würde ich gerne eine Landung sehen. Ich guck mal auf deinen Monitor. Kommst von Es ist alles dunkel hier. Ah, da. Da, ich sehe dich. Ja, ich sehe niemanden. Kannst kommen. Danke. Das sandige Gebiet, wo du da quasi rübergegangen bist, das wird mein Minenfeld. Mhm. Alles davor. Ich will diesen ganzen Graben vernichtet haben. Haha! Ja, können wir gerne machen. Supi. So, ja, dann war's das für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ja mal was ganz Neues für uns alle eigentlich. Ja, wir haben noch 2 Tage, die wir vorbereiten haben, um unsere Festung hier ganz... Bombenfest zu machen. Ja, ich guck mal morgen. Ich pack oben noch mehr Stacheldraht und so nach oben und in den Flanken quasi, dass sie mehr in die Mitte rennen. Ich hoffe, dass die KI nicht mitkriegt und sieht hier so, ey, da sind Minen. Da gehen wir mal nicht lang. Das hoffe ich mal, dass sie es nicht checken, weil sonst wäre es echt doof. Aber lassen wir uns doch einfach überraschen. Ja. Na? Gut. Wie gesagt, liken, kommentieren nicht vergessen und reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.